So, jetzt aber mit Ton, mit Mikro an. Ist besser. Nochmal. Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Replay von World of Tanks. Und wir spielen hier heute Endskull Standardgefecht. Und Kuno hat mir mal wieder ein Replay zukommen lassen. Also, er hat mir in letzter Zeit öfter mal Replays zukommen lassen. Genau so wie die ein, zwei andere Leute noch. Aber da hatte ich dann ja auch nicht unbedingt immer Zeit durch die Ausbildung jetzt. Aber heute passt es mal wieder sehr gut und dementsprechend freue ich mich natürlich sehr, hier mal einen Panzer zu zeigen, den ich wahrscheinlich noch als Replay hatte oder es schon ewig lange her ist, den DW2, den Durchbruchswagen. Und ja, ihr könnt schon mal Kunos Loadout sehen hier, ne? Also wie immer mit seinen Low-Tier-Panzern hat er hier schön ordentlich Goldmumpeln eingepackt, damit er auch ja hier schön LKWs kaputt schießen kann. Ne, natürlich ist sein Plan hier, richtig viel Schaden zu machen. Und das klappt so semi. 2 von 3 Schuss bounced der Chihe. Das ist natürlich schon mal sehr ärgerlich. Aber ein Schuss ging immerhin schon mal rein. Dementsprechend geht er hier schon mal nicht mal mit 0 raus. So, und Kuno, wie du bemerkst, mit Ton. Ja, also, da können wir schon mal einen Haken dran machen. Das läuft. Und, ja, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt jetzt weiß ich noch nicht, ob ich die Replays ohne Ton, die ich ja dann leider aufgenommen habe, hier schon gezeigt habe oder noch nicht. Wenn noch nicht, es werden noch mal 1, 2 kommen, wie gesagt. Da ist dann kein Ton bei, da ist nur meine guten, reine Glöckchenstimme zu hören. Das bitte ich dann zu entschuldigen. Aber die Replays sind echt cool, deshalb wollte ich sie dann auch trotzdem noch zeigen. So, aber jetzt geht es hier auf jeden Fall weiter und jetzt kann Kuno hier auch schön ein paar Treffer landen und auch so richtig gut auf die Matilda drauf hier. Das ist natürlich super, denn die Matilda ist ja doch relativ bekannt und gefürchtet, gerade in einem reinen Stufe 4er Match. Die Matilda hat nämlich eine sehr, sehr gute Panzerung und die Kanone hat zwar nicht viel Durchschlag, aber schießt auch super schnell. Und wenn man dann mit der Matilda schön Gold-Only oder so spielt, wird man zwar arm, aber man hat ein echtes Monster in der Hand, ne? Dementsprechend hier schon mal schön ein paar Schuss rausgehauen. Und jetzt auch hier auf den P2640 noch ein paar Treffer gelandet und noch ein bisschen Unterstützungsschaden gemacht. Ja, 6 zu 5 steht's, 1175 HP Vorsprung. Und ja, Kuno fährt jetzt hier ein bisschen rüber, um hier zu supporten. Und da muss er noch ein Stückchen weiterfahren, denn er steht hinter dem Haus. Jetzt kommt er, genau, zack. Und es geht weiter. Also, was ist denn bei dem Chihe los? Der ist ja so richtig... Ah, schade. Da hätte hier der T28 fast noch im wahrsten Sinne des Wortes die Kurve gekriegt. Aber dann doch nicht mehr. Oh nein, und der geht vorbei. Das hätte mal so ein richtig schöner Treffer werden können hier in den Rücken vom Chihe. Und ihr seht auch, der ist super schnell unterwegs, der Bengel. Kriegt jetzt hier eine 123er Schelle, Gott sei Dank. Das heißt, jetzt geht er raus. Ich wollte gerade sagen, Kuno hätte ihn noch nicht one-hitten können, aber dadurch, dass der DW2 ja auch sehr, sehr schnell schießen kann, hätte da wahrscheinlich mit Durchschlagstreffern hier auch ein recht schnelles Ende in Chihe stattgefunden. So, 2 Kanonen weniger, leichter HP-Vorsprung noch. Und genau, da wollen wir mal gucken. Selbst den kriegt er nicht. Na, oh, gerade noch so. Der wäre fast hier noch verschwunden. Jetzt kann er hier, ja, schön von der Seite auf den Panzer B2. Das ist natürlich sehr gut. Oh, und gleich gewonnen hätte. Das ist natürlich super. Das freut einen. Und, da dreht er sich. Oh nein, da macht er den Mega-Move hier. Einmal komplett den Turm rundherum drehen, anstatt die Wanne noch mitzunehmen. Das ist natürlich mega ärgerlich gewesen jetzt hier. Aber okay. Ja, jetzt kommt der nochmal wieder. Aber jetzt, ja. Sehr schön hier. Wichtig, dass er den da rausnimmt. Der hat schon 5 Kills gehabt. Und der war echt eine Gefahr. Jetzt kriegt er hier... mach ihn kaputt, jawohl, den kriegt er auch noch. Und jetzt ist er hier aber so langsam doch... Ach, er ist auch ganz alleine, sehe ich gerade. Wow. Oh, das war's. Nein, er prallt ab. Oh, was ein Spiel. Alter Schwede. Er war One-Hit. Er war One-Hit. Und reißt das Ding hier noch rum. Wahnsinn, wie 4 Panzer einfach hier
an ihm verzweifeln. Richtig, richtig coole Runde. Leider ein bisschen kurz. Ja, aber okay, ja, das ist Meckern auf hohem Niveau. Sehr kurze Runde, aber sehr intensiv und sehr schmerzhaft für die Gegner. Hatte sogar noch einen Motoraussetzer, den er noch nicht mehr repariert hat. Aber in dem Fall war es jetzt auch ziemlich egal, weil er eh Gegner kamen, ja. Und keine Ahnung, wie die das noch verkackt haben. Aber alter Schwede, 41 HP noch über gehabt. Und ich glaube, er wurde auch, ja, kann man hier noch sehen, auf jeden Fall noch einmal beschossen und nicht getroffen. Also ein bisschen mit Glück, aber auch im Endeffekt doch ja, sehr verdient. So, wir gehen mal in die Auswertung. Huch. Habe ich hier? Ja, genau. So, da haben wir die Auswertung. DW2, wenn es drauf ankommt, Hammer Spaß. Jo, das kann ich nachvollziehen. Und tatsächlich hat er den Panzer nicht gemeistert, ist nur erste Klasse in Anführungsstrichen geworden. Aber dafür hat er wahrscheinlich zu wenig Unterstützungsschaden gemacht. Gucken wir gleich mal. Hand Gottes bekommen, natürlich für den Treffer, der ihn eigentlich hätte aus dem Leben boxen müssen. Dann hat er den Schläger bekommen, Duellant bekommen, Wirkungsfeuer bekommen, 25 Anleihen gab es dafür, Spartaner gab es, Stahlwand und noch den Krieger für den 6. Kill. Coole Sache. Hatte vorher mal wieder nur Frustrunden, damit mir eine Bonzen ein Team gegeben hat. Und dann endlich wieder Spaß. Da siehst du ja, so eine Runde am besten danach auch gleich immer aufhören, weil so viel besser wird es dann wahrscheinlich meistens nicht. Ich hoffe, du hast es gemacht oder wenn nicht, dass du trotzdem noch ein paar schöne Runden hattest. Ja, ach, guck mal hier, das nicht lieb. Liebe Grüße zurück natürlich. Und wir gehen mal weiter in die Auswertung. 828 Erfahrungspunkte. Nicht so schlecht. Wenn ich hier rüber gucke, 720, auch ziemlich gut. Aber hier, alle drei aus seinem Platoon, erster, zweiter, dritter. 8 Kills insgesamt haben die Leute zusammen gemacht. Nicht so schlecht. Auch hier der Kollege mit der Matilda mit 1020 Schaden, der B1 mit 732 Schaden. Haben die zu dritt hier 3000 Schaden rausgeknallt. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Ja, gehen wir mal in den Detailed Report und sehen, er hat 32 Mal geschossen, hat 28 Mal getroffen und davon ging 22 Schuss durch. Und das, obwohl er, glaube ich, nur mit Gold geschossen hat. Das ist schon echt bitter eigentlich, ne? Dass 6 Schuss trotzdem nochmal irgendwo bouncen, das ist schon eine ganze Menge. Aber gut, das macht ja nichts, hat das Ganze noch ein bisschen spannender gemacht. Dementsprechend wollen wir uns hier nicht beschweren, würde ich sagen. Muss noch einmal hier die Links anschalten, ganz vergessen fast. Also erstmal ganz kurz zwischendurch, wenn ihr ein Replay habt, was ihr gerne gezeigt und oder kommentiert haben wollt, liebe Leute, dann lasst es mir gerne zukommen, am besten im Teilzeitwikinger Discord und da könnt ihr mir dann eine PN schreiben oder in der Videosektion einfach den Link posten und dann gucke ich mir das an. Ingame Flens 1980 oder meine ja, Spam-Adresse, aber hier, wie gesagt, da bin ich nicht so gut zu erreichen. Ben, bitte hier. Okay, wir gehen weiter. Er hat hier 21 Treffer erhalten, wovon nur 12 durchgingen. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Wert. Konnte 445 Schaden blocken, hat 9 Gegner beschädigt, 6 zerstört. Ah, guck mal hier, da ist das Problem, warum er keinen Mastery Badge hat. Nur 64 Unterstützungsschaden. Das ist natürlich deutlich zu wenig. Also da hätte er dann den doppelten Schaden schießen müssen oder halt hier noch, ich denke mal so 1000 bestimmt machen müssen, damit er hier so ungefähr 2-3 kombiniert hat. Vielleicht auch nur 800 um und bei, aber 64 ist definitiv zu wenig. Aber gut, irgendwas ist ja immer und nichtsdestotrotz war es eine saugeile Runde. 0,85 Kilometer gefahren und ja, hier kann man sehen, Armory Supply 64.000, da hat er ordentlich Credits rausgehauen und er hat, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig rechne, 64.000, da hat er nur Premium geschossen. Denn er hat 32 Mal geschossen, wenn ein Schuss 2000 kostet, dann kommt das hier sehr, sehr gut hin. Und ja, das sowas wird natürlich teuer. Trotz Premium 28.339 Credits Verlust gemacht. Aber ich glaube, das ist in so einer Runde egal. Hauptsache Spaß gehabt. So, das Ganze ging, ja, lächerliche 4 Minuten 45 Sekunden. Also Kuno beim nächsten Mal bitte mindestens doppelt so lange, damit ich auch ein bisschen mehr zu kommentieren habe. Gerade in solchen Runden. Wenn es denn so einen Spaß macht, auch das Kommentieren, dann möchte man gerne weitermachen. Na, aber trotzdem eine saugeile Runde. Vielen Dank fürs Zusenden. Und ja, wie gesagt, gerne mehr, auch wenn es kurze Runden sind. Dann mache ich vielleicht mal irgendwie so 2 an einem Tag oder sowas. Muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege.
Ist ja auch immer so ein Zeitfaktor. Gut, das soll es hier von mir gewesen sein, liebe Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer das guckt. Und bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao.